Welcome back to another German food review, and it's microwave time. Wingered foods. Meatballs. Yeah, Wingered foods, you know this. Seems like a really huge producer. And that's their own label. Just €1.89. And it's meatballs with potatoes, creamy sauce, and red cabbage. Yeah. Should look like this. I hope this is creamy. Okay, calories. 480 calories. That's okay, under 500. But yeah. Salt. 120% for just one meal. Yeah. And fat, of course. But that's okay. It's meat. Yeah, but too much salt. What else? Okay, microwave, of course. Yeah, 600 watts, 850. Yeah, I do it 4 minutes and a couple of seconds with 800 watts. Okay, 19% red cabbage, 17% potatoes, and 16% meatballs. Okay, the rest is other stuff. Yeah, let's open it here. Works. Okay, nice and stable. Let's remove this here. And yeah, the sauce looks super yummy. Oh no, what's this? Okay, wait a second. Open. Look at this. I think I should remove this. So, yeah. Look at this, looks good. Yeah, especially the red cabbage. Nice and dark. And the potato cubes. Okay. Where is it? Here. Oh no, oh no. Oh no. Okay, let's do this. Potatoes. Yeah, it looks yummy, creamy. Now the red cabbage. Oh, it's hot. Okay. Oh, I need this one. And the last one, the meatballs. It's pork, of course. How many? 1, 2, 3, 4, 5. Okay, let's check that. 1. Oh. 2, 3, 4, and 5. Yeah, that's nice. And then we need sauce. A little bit. Okay. Yeah, that looks good to me. Let's compare this. Yeah. Okay, the sauce isn't closed. I don't know. This looks not as dark as this, but yeah, that looks better than this. What do you think? Yeah, looks good to me. Okay,
Thumbnail Time. Yeah, now let's check out closer look. 5 meatballs, creamy red cabbage. Yeah, look at the sauce. It looks creamy. And potato cubes. Yeah. Okay, let's try it. Oh, where's the fork? Here's the fork. First the potatoes, of course. Yeah. Creamy. Yeah, it's good. Very fine potato taste. And the red cabbage. I hope it's creamy. It is a little bit, oh, it's sour. Yeah, it's a little bit sour. I like it when it's not sour. But yeah, let me try it again. But it's okay. Okay, now the special. The sauce. Okay, let's check out the sauce first. Looks good. I hope it tastes good. Okay, very mild. And it should be creamy, and it is, yeah. Sahnige Soße. Yeah, but it's not really, I don't know, I can't feel the salt. Yeah, look at this, 7.2 grams of salt, but I can't taste it, strange. Okay, let's check out the meatball here. That looks very fine, I hope it isn't too soft. That's good. Okay, the meatballs are salty. Okay, it's not the best Wingert food. Yeah, Wingert produces for all kinds of discounter supermarkets, whatever. But yeah, it's just €1.89. And for that, it's okay. Okay, let's mix it a little bit here. Red cabbage, potato, and sauce. Yeah. No, it's really sour. Okay. Rating? Yeah. It's not the best Wingert, but yeah, it's thumbs up. It's eatable. Nothing bad. Maybe you like sour red cabbage. Then it's maybe good. Okay, thanks for watching. I continue in German. Heute gibt's hier Wingert Food GmbH Essen. Wingert heißt einfach nur das Label Hackbällchen. Und ja, diese Firma hier produziert für 1 Trilliarde Discounter. Wo steht's denn? Hier. Aber das ist ihr eigenes Label oder so. Jedenfalls heißt es so. Kostet auch nur 1,89 €. Und bis jetzt, die Wingert-Gerichte waren immer super. Und ja, mal gucken, ob das auch super ist. Erstmal die Kalorien. Die ganze Portion hat 480, das ist schon mal gut. Unter 500, aber ganz schön viel Salz. Ja, 7,2 Gramm, 120%. ja, das sind Schweinebällchen. Schweinebällchen. Fleischbällchen aus Schweinefleisch. 17% Kartoffeln und 19% Rotkohl. Gemacht in der Mikrowelle, 4 Minuten 20 Sekunden, 800 Watt. In dieser
in dieser schönen Schale hier und guck mal, wie viel Soße noch da ist. Vielleicht sollten sie ein bisschen weniger Soße reinmachen, dafür mehr Kartoffeln. Nö, eigentlich sieht es gut aus, ja, aber es ist ganz schön viel Soße irgendwie. dann habe ich sie auf den Teller gehauen. Könnt ihr euch mal angucken. Die Farbe der Soße gefällt mir sehr schön, die ist sehr schön. Und wenn ihr es vergleicht hier, guck mal, da gefällt mir die echte Farbe viel besser als die auf dem Foto hier. Schön dunkel alles. Okay, dann kommen wir erstmal zu den Kartoffeln hier. Na nun, Gabel falsch rum. Ja, ganz leichter Kartoffelgeschmack. Ja, sind okay. Aber die von den anderen waren besser. Aber die sind jetzt hier nicht schlecht oder so. Halt irgendwie weniger Kartoffelgeschmack. Ich weiß nicht genau warum. Aber kein Nebengeschmack. Dann der Rotkohl, Apfelrotkohl. Sieht cremig aus. Ist es ein bisschen. Und der ist säuerlich. Ja, wenn ihr säuerlichen Rotkohl magt, ist das gut hier. Ich mag meinen lieber nicht so säuerlich. Aber trotzdem essbar. Und das letzte. Die Fleischbällchen. Oh no. Ja, so sieht ein Fleischbällchen von innen aus. Von außen sieht es sehr schön aus. Okay, ich koste mal. Ja, die sind auch okay und die sind ein bisschen salzig. Nicht sehr weich. Ein bisschen bissfest, das ist gut. Und das letzte ist dann die Soße. Ja, die sieht spektakulär aus, finde ich. Und ja, schmeckt aber, ist nur ganz, ja, schmeckt nicht spektakulär, ist nur ganz mild und salzig. Ich weiß nicht genau, wonach das schmecken soll. Die sagen hier in sahniger Soße, okay. Sahnig ist es, also ist auf jeden Fall sehr cremig. Ja. Mal hier zusammen. Naja, eben nur ein Mietbildchen. Ja, zusammen ist schon besser. Ja, und die Fleischbällchen sind salzig. Vielleicht ein bisschen weniger Salz, Leute. Aber insgesamt ist es schon essbar. Und kostet auch nur 1,89 Euro. Ja, oh, jetzt muss ich gleich was trinken. Ja. Ist okay. Wingert macht gutes Essen. Wingert Foods. Nochmal einen letzten Blick. Alles klar. Als Rating gibt es einen Daumen nach oben. Ist nicht das beste Wingert-Produkt, aber ist auch nicht schlecht. Ja, aber es gibt bessere Wingert-Produkte. Alles klar. Danke fürs Zusehen. Bis zum nächsten Video.